it's not Saul I'm worried about. You have taught an entire generation to live with one foot in the afterlife. Where's Matheson? I was willing to let you die. Ja, die Serienfans unter Ihnen werden wissen, aus welcher Serie diese Ausschnitte, die wir gerade gesehen haben, stammen. Nämlich aus Homeland, aus der vierten Staffel von Homeland. Was Sie aber vielleicht nicht wissen, ist, dass der Herr, der rechts von mir sitzt, in dieser Serie mitspielt und auch noch Deutsch spricht. Warum eigentlich, werden wir gleich aufklären. Numan Aja ist heute bei uns. Sehr, sehr schön, dich hier zu haben. Vielen Dank. Du spielst in der vierten Staffel von Homeland mit tatsächlich. Ja. Herzlichen Glückwunsch erstmal. Vielen Dank. Danke. Und der Grund, warum du Deutsch sprichst, ist, weil du Berliner bist. Ja, Wahlberliner. Wahlberliner. Ja, ja. Was für eine großartige Überraschung, dass ein Deutsch-Türke tatsächlich bei Homeland mitspielt. Du musst uns natürlich erzählen, wie es dazu gekommen ist. Es war echt für mich auch sehr überraschend, wie ich da reingekommen bin. Und zwar in den Gesprächen im Nachhinein mit den anderen Schauspielern, dass das eigentlich sehr üblich ist, dass du 3-4 Castings machst, die Produzenten kennenlernst, die Autoren kennenlernst, bevor die wirklich jemanden für die neue Staffel so eine große Rolle vergeben. Bei mir war das so, dass ich das Casting gemacht habe und ich hatte das Gefühl, es wird irgendwie klappen, es wird funktionieren. Und habe das ein Online-Casting abgeschickt und nach 3 Wochen kam dann eine Zusage, dass ich in 10 Tagen in Cape Town drehen werde. So einfach ist das. Ja, ja. Und dann sitzt du im Flieger und fliegst nach Cape Town und denkst dir, okay, ich spiele jetzt in dieser kleinen Serie mit, die Homeland heißt. Wie wusstest du zu dem Zeitpunkt, wie groß die Serie ist und auch wie groß deine Rolle in der vierten Staffel ausfallen wird? Also ich bin ja auch ein Homeland-Fan. Ich habe die ersten 2 Staffeln verschluckt. Und die 3. Staffel habe ich mir erst danach angeguckt, in diesen 10 Tagen, als ich erfahren habe, dass ich da mitspiele. Und umso aufgeregter war ich. Ich war so sehr aufgeregt, mit diesen Leuten, die ich irgendwie wie ein Fanatiker beobachtet habe, mit denen zusammen zu spielen. Und bewusst geworden ist mir aber, als ich erst dort war, und als die ersten Folgen in den Staaten ausgestrahlt worden sind, was das für ein Rummel ist eigentlich. Und meine Rolle, wie groß die sein wird, wusste ich am Anfang nicht. Ich dachte, okay, ich bin jetzt da irgendwie für ein paar Folgen, aber dass das die Rolle ist, das war dann sehr überraschend. Komplett in der 4. Staffel geht es eigentlich nur um die Figur Hakani. Und sie erscheint zum ersten Mal im Bild in der 4. Episode. Und ja, fängt dann an aufzuräumen. Wie hast du dich auf diese Rolle vorbereitet? Also ich habe mir erstmal ganz viele Dokumentationen angeguckt, weil ich wusste, es wird das Setup des Films ist Afghanistan, Pakistan und habe mir ganz viele Dokumentationen angesehen und war dann so, okay, was werden die machen? Bart werde ich wahrscheinlich behalten, die Haare werden die mir abschneiden und ich werde dann so und so wahrscheinlich aussehen und das war total das Gegenteil. Deine Wandlung ist natürlich erheblich, also was sie aus diesen Gesichtern gemacht haben. Ich würde gerne noch mal eine Szene zeigen, um den Leuten, die vielleicht die Folgen im Netz noch nicht gesehen haben, zu zeigen, wie aus dir Hakani wurde. Ja. You realize I'm of no intelligence value to you whatsoever. Did you say something? I have no value to you. Everything I know is obsolete, out of date. No. But you have already proven yourself to be of great value. How so? Here, now, riding in this car.
feeling the sun on my face. I can't remember the last time I was able to travel so freely in the light of day. Do you have a wife? Children? Wife. I haven't seen mine over 3 years. Too dangerous for her. And for my sons and daughters. Can you imagine what that's like? No. Not knowing if you will ever see them again. I can't imagine. Well, now I know I will. Thanks to you. Das war ein Ausschnitt aus der 7. Folge von Homeland. Ja. Ich habe ein bisschen Gänsehaut bekommen, muss ich ehrlich gestehen. Die Verwandlung, die wir gerade angesprochen haben, wie lange hat das gedauert in der Maske? Ja, das war jeden Tag eine Stunde. sich das reinzuziehen. Und ich muss sagen, ich fand es auch ganz, ganz schön. Und auch die Freundschaft, also soweit man das Freundschaft nennen kann, mit der Figur Soul, dafür war das schon notwendig und gut. Was stellt Hakani mit Soul an? Er entführt ihn. Oder was genau passiert da? Wie viel können weiß wir verraten? Also ich weiß, dass sich ganz viele, dass sich online schon angeguckt haben und auch, ja, man sich das ja auch kaufen kann. Trotzdem würde ich jetzt denen, die jetzt noch warten, nicht die Spannung nehmen wollen. Also Hakani ist, ist ein, ich hab ihn immer, die haben immer gesagt, he's the bad guy. Und ich habe gesagt, he's the good guy from the other side. Und als ihn habe ich ihn gesehen, ich habe ihn gar nicht so als bad guy gesehen. Und er kämpft da für sein Vaterland und versucht das mit allen Mitteln, die ihnen zur Verfügung stehen, das sind nicht viele. Und ja, und es ist sehr, 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 wird sehr aufregend. Ab 6 geht die Post ab. Ab Episode 6 geht die Post ab. Okay, du willst nicht, ich kann dir nichts rauskitzeln, ich merke schon, ist auch vielleicht ganz okay so, weil die Serienfans werden auch sauer, wenn man zu viel verrät. Aber man kann verraten, dass du viel Zeit mit dem Hauptdarsteller natürlich verbringst. Habt ihr auch Privatzeit verbringen können mit den Kollegen am Set? Ja, sehr viel. Einmal war das sehr das war sehr gut, dass wir alle in einem Hotel waren. So konnten wir sehr viel in unserer Freizeit sehr viel Zeit miteinander verbringen. Und Saul, also Mandy Patinkin, ist ein leidenschaftlicher Bergsteiger. Und in Cape Town kennt man ja den Table Mountain. Und wir sind ihn schon einmal die Woche mal zusammen hochgekraxelt. Was für Gespräche führt man, wenn man bergsteigen geht? Ich bin ein guter Zuhörer. Nein, ich war echt überreicht. Ich meine, Mandy ist um die 60, dass er trotz dieses 700 Meter Höhenunterschieds 1,5 Stunden erzählen konnte. Wir haben über die türkische Küche, über Südafrika und wie schnell dieses Land sich entwickelt hat. Recht wenig eigentlich über Homeland, sehr viel über Schauspielerei, sehr viel über Drehbücher, über Drehbücher und natürlich auch sehr viel über Politik. Der Film ist ja auch sehr, sehr politisch und wir leben auch in einer sehr politisch brisanten Phase zurzeit. In diese Kerbe schlägt der Film auch mit gewissen Sachen ein. Und das waren so die Hauptthemen.
Wie wichtig ist es denn, dass solche Filme und Serien genau das tun, was du gerade gesagt hast, dass sie solche Themen auch aufgreifen und ist das differenziert genug, deiner Meinung nach? Ich finde, es ist total wichtig, dass wir uns mit diesen Themen beschäftigen, dass wir uns aber authentisch mit diesen Themen beschäftigen, weil beide, ich sag mal, weil der Zuschauer will eigentlich eine neutrale Beziehung, nein, neutral nicht, der will eine Perspektive haben, wo er die Motivation von den Menschen, die auf unterschiedlichen Seiten agieren, die verstehen kann, die plausibel gemacht werden. Und das ist das, was ich in der vierten Staffel in Homeland sehr, sehr schön finde. Diese Zeichnung von den Figuren, die menschlich dargestellt werden. Man kann sie nachvollziehen, weil sie menschliche Gefühle zeigen. Und diese Gefühle werden auch in der Folge gezeigt. Und das ist sehr, sehr wichtig für den Film und es ist sehr wichtig für die Zuschauer, dass diese Menschlichkeit von beiden Seiten oder von allen Seiten, von allen Perspektiven durchleuchtet wird. Wie geht's für dich weiter? Ich lasse alles auf mich. Spielst du jetzt für immer den Bösewicht in US-Produktionen oder wie, was genau meinst du passiert jetzt? Ich meine, ich denke, dass da eine Tendenz immer geben wird, solange der Islam vom Westen als eine Bedrohung angesehen wird. Aber man muss das ja nicht spielen, einmal das. Und zweitens, wenn eine Geschichte, wie gesagt, nochmal oder eine Figur diese Menschlichkeit in sich trägt, finde ich diese Figuren eigentlich auch sehr aufregend. Guter Abschluss, oder? Ja. Wir hören jetzt auf und Numan verrät mir noch ein paar Details aus Homeland, Sachen, die wir dann später verraten, hoffe ich. Vielen Dank, dass du da warst, Numan. Ja, vielen Dank für die Einladung. Viel Erfolg, Dankeschön. Danke.